Wir befinden uns gerade im EEG-Studio und wie du hier im Hintergrund schon siehst, wird hier schon am EEG herum experimentiert und ich möchte dir hier ein paar Beispiele zeigen. Und zwar, wir haben hier unseren Probanden, da ist das EEG angeschlossen und wir sehen hier, ich wechsle mal kurz das Bildchen, wir sehen hier wunderschön, wie sie gerade aktiv ist. Das ist die linke Gehirnhälfte und das ist die rechte Gehirnhälfte. Tut's mal kurz nachdenken oder einfach irgendwie auffühlen. Ja? Genau. Man sieht jetzt schon, wie sie nachdenkt, wie sich die ganzen Gehirnwellen aufteilen und sich verändern. Ja? Ich wechsle jetzt mal kurz den Modus. Ja? Das ist jetzt eine ganz normale Frequenz aus YouTube. Öffnen. Genau, 3D-Spektrum schauen wir uns jetzt kurz an. Im 3D-Spektrum sind wir jetzt sozusagen hier. Du jetzt nochmal nachdenken oder aktiv sein oder dich ein bisschen bewegen. Genau, man sieht hier, das ist jetzt, man kann es gut erkennen. Wir haben hier 5 Hertz, hier ist 10 Hertz. Und hier ist 15 Hertz. Man sieht hier, wie in diesem Bereich aktiv gearbeitet wird. Denk jetzt noch mehr nach, bitte. Oder beweg dich ein bisschen, dass man einfach merkt, dass deine Gehirnaktivität ist. Genau. Sehr schön, ja. Man sieht halt, jetzt lass locker. Genau. Genau, man sieht jetzt, die Aktivität ändert sich jetzt. So, und wir tun jetzt Folgendes. Hier am Player läuft gerade die Frequenz und ich stelle jetzt hier ein Folder, zack, Primus 3D, Experimente, erster MDR-Track in 32-Bit und jetzt schauen wir, was im Gehirn passiert. Das ist eingestellt auf 1 Hertz für eine tiefen Heilung. Ja. Wir sehen hier gibt es noch ein paar Wellen, man sieht hier noch so ein bisschen Aktivität ganz leicht, aber primär in diesen 1 Hertz Bereich, wie hier gearbeitet wird. Ja. Wir wechseln jetzt ganz kurz, wir haben übrigens jetzt den 11. Nein, ich hoffe, man kann sehen, den 11.3. um 12.36 Uhr und man sieht hier schön, wie die Frequenz schon anfängt zu dissoziieren und wie diese kompletten anderen Wellenmuster Schritt für Schritt immer weniger werden. So, jetzt wechseln wir den Modus auf Binaural. So, und jetzt sehen wir beide Gehirnhälften. Ja. So, das heißt, wir sehen hier, wie der Delta-Ausschlag noch aktiv ist, ja, und wie hier schon angefangen wird, im Theta-Bereich zu arbeiten, ein bisschen 20 Hertz Gamma-Wellen und High-Gamma-Wellen, aber primär dominiert jetzt erstmal dieser 1-Hertz-Bereich. Wir sind jetzt bei den ersten paar Minuten und wir warten jetzt ein bisschen, ich werde das Video pausieren und ein paar Minuten später, also jetzt haben wir genau 5.37 Uhr, ja, werde ich nochmal herkommen und dann werden wir sehen, wie sich das hier alles verändert hat, wie die Frequenz, es dauert nämlich ein paar Minuten, bis die Frequenz wirkt, vor allem mit der 3D-Dissoziation. So, die Pause ist vorbei. Wir haben jetzt 12.42 Uhr oder 43 und wir sehen hier, wie sich das verändert hat, wie hier dieser 1-Hertz-Bereich jetzt sehr stark dominiert, wie sich alles hier komplett reduziert hat. Desto länger sie jetzt hier sitzen würde, desto stärker würde oben alles verschwinden. Und wir wechseln jetzt nochmal in den anderen Modus. 3D-Spektrum, genau, und sehen hier, was sich hier verändert hat vom Unterschied. Genau, wir sehen hier, dass jetzt hier dieser 1-Hertz-Bereich jetzt sehr, sehr stark aktiv ist und die anderen Bereiche komplett abgeflacht sind im Vergleich zum normalen Wachzustand oder zu anderen Frequenzen. Ja. Und wir sehen hier, dass dieser 1-Hertz-Bereich wirklich ganz stark dominiert. Ja. Ja, damit sieht man halt einfach die Wirkung von Frequenzen im EEG, dass es aufs Gehirn funktioniert und dass die 3D-Dissoziation, also im Boardman Areal 39 in Pantreallappen,
dass der einfach sehr, sehr mächtig ist, weil diese anderen Frequenzen alle reduziert werden im Gehirn und sozusagen die Frequenz, die wir eingestellt haben auf ein Hertz, funktioniert und wirkt.